MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem neu erstellten Squad, letzte Episode erstellt. Wir brauchen nun mal so eine Bank hier und da schnappen wir uns mal den Assistenten und der soll die einfach mal vollkloppen. So, komm, push dich. Und dann gucken wir uns nochmal an, wie die Fitness so aussieht bei den Jungs. Müsste aber, glaube ich, klar, ne? Ja, dem Touré und dem Reus, dem gönne ich dann doch nochmal eine Fitnesskarte. Ist so knapp an der Grenze. Dürfte eigentlich nichts ausmachen, aber sicher ist sicher. So, in welche Richtung muss denn hier? So, da ist er. Touré. Gut, jetzt können wir uns eigentlich schon direkt den Gegner suchen. Oh, hier alles weg. 85er Rating haben wir jetzt bekommen, durch die Bank natürlich auch, ist logisch. Aber naja, das sollte schon klappen. Und mal gucken, wen wir jetzt kriegen und ich hoffe mal, dass mein VPN, beziehungsweise letztes Mal konnte der VPN gar nichts dafür, weil der VPN war noch connected, trotzdem bin ich irgendwie rausgeflogen, keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, auch jetzt wird es keine, ja, Vorkommnisse geben, dass wir irgendwie rausfliegen oder so. Ich würde gerne jetzt das Ding gewinnen und gut ist die Sache. Mal gucken, ob jetzt hier einer reinkommt. Ich denke mal, ich werde das immer so machen. Ich suche so bis zur zweiten Minute einen Gegner. Wenn dann keiner da ist, dann cutte ich die Sache. Und gut ist. Ja, da kommt nämlich schon wer rein. War sogar erst grün. Also könnte vielleicht ein gutes Vorzeichen sein. Aber der Gegner hat natürlich keinen Bock da drauf. Kann man auch verstehen. Ich sag mal so, wenn ich in Deutschland wäre, bin ich ja aktuell nicht, dann würde ich auch nur Gegner nehmen, die wenigstens mal auf grün schwanken. Das kennt ihr ja von mir. Also ich meine, bei mir schwankt es zwar in Deutschland auch immer zwischen Orange und Grün, aber es ist wenigstens mal ab und an grün so kurz da. Und deswegen kann ich die Gegner natürlich verstehen, die hier dann keinen Bock drauf haben. So, letzte Suche. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch einen finden. Ansonsten, wie gesagt, schmeiße ich euch kurz raus. Und da wäre der Nawaf oder sowas, X7. Ich drücke hier schon mal weiter. Wenn er denn überhaupt reinkommt, das ist dann immer die Frage. Vielleicht nicht so ganz. Okay, ich würde sagen, ich cut die ganze Sache. Ja, ich cut die Sache und hole euch rein, wenn ich einen Gegner habe. Also bis gleich. Sodale, ich habe einen Gegner gefunden und sein Team heißt HSV Sucks. Okay, das seht ihr jetzt nicht. Ich habe es eben gesehen. Beziehungsweise nicht sein Team, sondern sein Verein heißt HSV Sucks. Und er hat, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall Silber. Mag ich ja nicht so dagegen zu spielen, sage ich ja öfter, aber naja, muss auch so klappen. Ach, das ist hier, was ist denn das nochmal für eine Liga? Dänische oder so eine Scheiße? Keine Ahnung, bin ich mir nicht sicher. Naja, jedenfalls, was müssen wir machen? Zweimal die Taktik einstellen, ich habe die nochmal kurz umgestellt. Mal gucken, ob es nochmal was bringt. Ich habe die Geschwindigkeit nochmal höher gedreht auf, ich glaube, 85 oder sowas jetzt mittlerweile. Damit das dann vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Ja, ja, Touré kommt schon von sich aus gut mit. Klischee. Ja, komm, probieren wir es doch einfach mal. Ja, okay. Das war eher ein Torschuss als eine Flanke. War natürlich geplant zu flanken hier. So, Chiellini kommt gut rausgerückt. Und ja, da können wir den Gegner hier früh stören. Und Aubameyang, sehr schön, holt sich den Ball auch wieder. Ha, geht schon ab. Also ich muss sagen, das mit den individuellen Taktiken ist schon was Geiles. Wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dann kann man da sicherlich einiges noch rausholen aus seinem Spiel. Vor allem für die Leute, die sich... Ah, fuck, das hat er gewusst. Aber Gündoğan setzt sich durch hier. Gündoğan. Oh, ja, nice. Das war der Finisher. Wir haben hier einen Finisher drauf gemacht, glaube ich, ne? Also ich meine, das macht kaum einen Stürmer besser. Bitte jetzt kein Quid oder so, Kollege. Weiß nicht, hat irgendwie so kurz gedauert. Nee, das Tor war sehr nice, aus dem Winkel das Ding da reinzubringen. Ja, muss man erstmal machen. Und jetzt Gündoğan, der Zweite. Okay, müssen wir mit Aubameyang weitermachen. Oder hier mit De Rossi. Das war eigentlich ein Foul. Ja, doch nicht jetzt. Habt ihr das gesehen? Wie das Spiel so langsamer geworden ist, wie es eigentlich immer ist, wenn er abgepfiffen hat. Aber naja, hat er dann irgendwie doch weiterlaufen lassen. Oh, hier hinten habe ich mir fast einen rausgezogen. Aber auch nur fast. Sehr schön von Chiellini. De Rossi pusht dich. Oh, hier drüben. Ah, fuck it. Reus da drüben schön durchgelaufen gewesen. Aber ich habe den Ball leider nicht durchbekommen. So, weiß nicht, wer das war. Ich kann hier, glaube ich, gar keinen Spieler aussprechen. Habe auch noch gar keinen gesehen. Gündoğan relativ aktiv da vorne. Ah, schade. Gefällt mir natürlich gut. So. Bengtsson, Falk Jensen, nee, da kenne ich echt nichts von. Weiß nicht, vielleicht ist er
Na, hier rüber. So. Jetzt nochmal Reus ganz da drüben auf Ignacio Abate. Er holt den Torwart raus. Meiner Meinung nach war es schlecht. Weil in den meisten Fällen kriege ich die Flanke nämlich dann doch durch. Und dann ist das Tor halt leer. Und meistens kommt man dann halt auch zum Kopfball. Da kommt Chiellini oder... Nee, Chiellini glaube ich mal eher nicht. So, Yaya Touré. Na, oh, und dann fällt er auch noch um hier, der Yaya. Bringt er hier direkt den Lauf. Jetzt natürlich keinen Konterfang. Claudemir, doch, den kenne ich. Sehr schön wieder abgefangen von Yaya Touré. Oh, hier vorne Aubameyang. Aubameyang, fuck it, das ist doch ein Foul. Ohne Scheiß mal. Naja, kann man nichts machen. Wenn er nicht pfeift, dann pfeift er nicht. Schön von Ignacio hier gemacht. Ja, müssen wir Ignacio aber mal hinten lassen. Nicht, dass die Seite dann überrannt wird. So, Falk Jensen. Falk Jensen ist übrigens ein ziemlich heftiger Name. So, Santor, nee. Santor denke ich mal nicht. Santin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er für ein Landsmann ist. So, Gündogan. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Ah, oh, fuck. Ich dachte, Gündogan startet die Linie runter, wie es meistens so ist. Aber diesmal war es leider nicht so. Und das ist natürlich das Perfekte, was passieren konnte. Wir kriegen hier noch den Einwurf. So, mit Aubameyang. Da kommt hier wer, aber ich hasse es so, wenn irgendwie noch ein Ball im Spiel ist. Das haben sie ja jetzt auch als neue Verschlimmbesserung, muss ich einfach so sagen, gemacht. Dass man dann erst warten muss. Ja, und Gündogan hier mit dem 2:0. Also Gündogan haut hier mal richtig einen raus. Ziemlich guter Einstand. Lewandowski noch nicht so viel von gesehen. Bisher eher von Aubameyang und Gündogan. Aber vielleicht, naja. War dann doch vielleicht ein bisschen zu weit für Lewandowski. Schade, Gündogan kommt nicht ganz durch. Hier kommt der Lobpass auf die Außen, auf Vetukele. Doch, der sagt mir auch was. Also wenn ich hier die Namen so lese, dann sagen die mir schon ein bisschen was. Aber so von Bildern her sind es jetzt, glaube ich, nicht so die Spieler, die man kennen müsste in FIFA 14. Ja, macht hier schön kurzen Tempowechsel, aber das ist halt Chiellini. Der lässt sich so nicht machen. So, jetzt läuft Aubameyang vielleicht mal, aber da will er hier Gündogan anspielen. Deswegen nochmal durch und gibt es keinen Einwurf, schade. So, Delaney, Falk Jensen, nee, Falk Jensen sagt mir nichts. Claudemir meine ich aber, glaube ich, oder nee, ist das der? Ich weiß nicht genau. Ist ja auch Latte. Ihr kennt vielleicht die Spieler alle, aber ich nicht. So, Claudemir wieder. Claudemir ist relativ aktiv posten hier bei ihm, geht ganz gut ab anscheinend. Ist aber, glaube ich, auch ein ZDM. Also er holt die Bälle meistens von hinten. Deswegen gehe ich mal davon aus. So, was? Hä? Ihr seht es auch übrigens oben, HSV. In der Pause seht ihr dann wahrscheinlich nochmal seinen Teamnamen. Also, ich weiß nicht. Ich denke jetzt mal nicht, dass er ein Deutscher ist. Erstmal wegen dem Team und, ja, auch wegen dem Team. Keine Ahnung. Aber anscheinend hat er was gegen den HSV. So, Jakobsen muss auch warten, bis der Ball irgendwann mal hier wieder im Aus ist. Das ist so behindert, dass sie sowas gemacht haben. Ich meine, sieht mal, wenn man es überhaupt sieht. Ich meine, in 90% der Fälle siehst du ja noch nicht mal, dass da irgendwer einen Ball rausholt. Und denkst dir dann nur, Alter, lass mich jetzt den Einwurf machen. Und ja, ist halt echt behindert. Und ich meine, im echten Leben ist es halt auch nicht so, dass man so lange warten muss, wie man hier warten muss. Wieder drüber auf Gündogan. Schade, der ist diesmal nicht ganz durchgestartet. Aber man sieht das hier zum Beispiel, habt ihr das eben von Yaya Touré gesehen, wie krass die Leute draufgehen. Also es ist wirklich enorm und ihr solltet das unbedingt testen mit individuellen Taktiken. Ich glaube, ich habe das gestern Abend im Video nochmal gezeigt, wie man es macht. Und da könnt ihr auch die erste Taktik schon gleich vielleicht einfach mal kopieren und das testen. Ich muss einfach sagen, es bringt wirklich ungemein was. Der Gegner hatte bis jetzt auch noch keine Chance, außer zwei Flanken, die aber beide keinen Abnehmer gefunden haben. Und ansonsten drücken die Jungs hier von uns ganz gut. Ah, wo spielt denn Gündogan hin? Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. So, bringt er jetzt auf die Außen, aber so nicht. Ich weiß auch nicht, wen er da vorne drin stehen hat. Also, wie gesagt, ich weiß keinen Spieler, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der groß ist. Sieht jetzt nicht so groß aus, muss ich sagen. Also vielleicht ist es eigentlich nicht so schlau, auf Kopfball zu spielen. Aber vielleicht kommt er anders durch die Mitte nicht durch. Vielleicht auch wegen unserer individuellen Taktik. Wer weiß das schon. So, bringen wir das Ding mal durch auf den Reus. Marco Reus, bringen wir mal die Flanke. Aber die kommt schon wieder so scheiße. Habe ich da vielleicht... Nee, aber eigentlich die Flankenausführung, da dürfte nichts wegen der individuellen Taktik sein. Da geht es ja nur darum, wie oft man so flankt.
So, er versucht jetzt hier alles mit irgendwelchen Tempo-Dribblings auf den Außen wieder durchzukommen, aber wenn du einen Gegner einfach stellst und nicht ein bisschen dumm drauf gehst, dann klappt das eigentlich meistens, dass du im Ballbesitz bleibst, dass du den Ballbesitz bekommst. So, hier nochmal auf Aubameyang. Ja, Ach, scheiße. Ich dachte, er konzentriert sich auf wen anders, deswegen wollte ich einfach mal ganz dreist durchlaufen, aber es hat nicht so ganz geklappt, beziehungsweise fast schon. War ein enges Ding hier. Ah, wie ich das hasse, dass die Leute, die Torhüter, immer den Ball automatisch dann rausspielen. Also ich hätte ihn dann lieber kurz nochmal irgendwie nach hinten bzw. zur Seite gespielt. Joa, also ich muss sagen, der Gegner ist glaube ich auch kein schlechter. Also hintenrum macht er das ganz gut mit seinem Drücken. Aber was mir halt vor allem gefällt, ist hinten die Stabilität. Natürlich hinten wirst du ab und an mal über die Außen gefickt. Oder über einen Lobpass, über einen Anstoßtrick. Aber das passiert halt immer mal. Aber ansonsten steht das Ding schon relativ sicher. So, Falk Jensen wieder auf die Seite. Vielleicht hat er doch Kopfball stark. Ich weiß es nicht. Und diesmal steht er in der Mitte auch relativ frei. Ja, und diesmal kommt er nämlich auch dran. Wop. Ich weiß nicht, warum der hier noch dazwischen gegangen ist, wer auch immer das war. So, Lewandowski jetzt läuft da vorne durch. Bringen wir mal den Lobpass. Ah, aber Drobo Apem oder so eine Scheiße ist dazwischen. Laufe ich mal mit dem Lever hier ein bisschen hinterher. Na, was macht er denn da für einen crazy Move? Delaney, den kenne ich auch. Bengtsson. So, geht's wieder über die Außen. Satin, das ist nicht gefährlich. Unsere Abwehr steht. So, jetzt nochmal. Ja, da hat Gündogan erst keine Ballkontrolle bekommen und deswegen ging der Pass halt in die falsche Richtung. So, wo ist der Ball? Vetokele. Kommt der Ball hier irgendwie? Ist jetzt... Ja, das ist immer so die Phase, irgendwie so kurz vorm Gegentor. Fühlt sich dann immer so an, als ob du irgendwie nie am Ball kommst und eher so ein bisschen Geplänkel ist. So, Ignacio, jetzt vielleicht nochmal Aubameyang. Ja, so, und jetzt aber mal raus hier. Sehr schön von Gündogan. Ah, der ist, glaube ich, schnell hier anscheinend. Push-Taste, Push-Taste. Ist aber sehr stark von Gündogan, unglaublich. Reus, sehr schön. Ah, scheiße. Ja, war ein bisschen zu viel. Einfach Flanke bringen wäre ein bisschen schlauer gewesen von mir. Aber naja, ich wollte mit Reus reingehen und ich wollte ihm irgendwie mal den Schuss gönnen. Aber Gündogan, wirklich richtig krasser Aktivposten. Und ich muss sagen, wie gesagt, vorher immer so eher als defensiven Part gespielt. Aber als offensiver Part geht er ja mal ab wie Schmitz Katze. Unglaublich. Kann ich jedem, na gut, empfehlen will ich mal jetzt noch nicht sagen, weil dafür sollte ich dann schon noch 1, 2, 3 Spiele mit dem Team machen. Aber bis jetzt, Vorlagengeber, gut, sein Dribbling vor allem richtig nice. Und der Abschluss, auch Perle, per Kopf und per Fuß. So, jetzt kriegt der Gegner hier einen Eckball, spielt anscheinend auf defensiv, wie wir. Ja, kommt mir auch so ein bisschen vor wie so ein defensives Spiel. Hat man auch an der Statistik in der Halbzeit gesehen. Ja, ich will den eigentlich kurz rausspielen. Ja, gut, klappt. Company. Bringen wir ihn über die Seite durch. Reus, Ball durchlassen, sehr schön. Müssen wir vorbeiziehen, ziehen wir vorbei. Sehr schön, ziehen wir ein bisschen in die Mitte. In der Mitte läuft Lewandowski, da kommt die Flanke. Lewandowski macht ihn, oder? Nein. Das ist schon wieder Gündogan gewesen, ne? Ne, war Lewandowski. Okay, hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert. Ah, schade. Eigentlich schön reingebracht, das Ding. Das war richtig schlecht von mir gemacht. Hier, weil ich mit De Rossi direkt auf Passen gedrückt habe. Oh, kurzer Hänger. So, Falk Jansen, da habe ich den Spieler abgewählt, abgewählt gehabt und dann ist er halt einfach stehen geblieben. Und den können wir aber sehr schön abblocken, auch wenn er das ganz gut macht, mit dem Tempo-Dribbling an meinem Mann vorbeigezogen. So, De Rossi, ja, komm, ihr müsst, ja, genau, der sollte durchlaufen, der Obama. Aber da fliegt er rein hier mit dem Albrechtsen und der geht ins Aus, der Ball, sehr schön. So, Ignacio Abate, spielen wir ihn erstmal, dahin sollte er nicht kommen, genau wegen sowas, weil, ja, dann fühle ich mich irgendwie immer so ein bisschen nicht sicher und da ist Viviano und das macht er gut, geht am Torwart vorbei und macht hier das 2:1 und ja, ihr habt gesehen, aus was für einer Situation dieses Tor passiert ist, aus einem Fail natürlich meinerseits im Endeffekt, aber wenn er den Ball dahin spielt, wo ich ihn hinhaben will, dann ist alles gut, ja, es ist hier einer, der hat Ahnung vom Spiel. Ohne Scheiß, also er spielt wirklich gut. Aber bisher haben wir halt hinten eigentlich nichts zugelassen, außer die Flanken.
Und ja, jetzt natürlich durch so eine Scheiße hier wieder den Anschluss gefangen. Naja, müssen wir ein Tor machen, würde ich mal schätzen. Sehr schön, dass Aubameyang sein langes Bein noch dran kriegt. Und jetzt, Aubameyang hat auch einen guten Pass. Hoffentlich kommt da an, wollte ich sagen, aber kommt da leider nicht. So, Falk Jensen, Claudemir. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen nachrücken. Haben wir. Sehr schön von Yaya Touré. Sehr gut mitgerückt. So, Lewandowski. Bringen wir ihn erstmal hier rüber. Und jetzt, oh, da vorne. De Rossi ist es zwar nur. Ich will eigentlich nicht. Oh, doch, da. Fuck. Ich wollte gerade sagen, ich will eigentlich nicht flanken, aber dann ist Lewandowski so frei in der Mitte gewesen. Aber dann habe ich leider die Flanke nicht mehr durchbekommen. Ja, einen Ticken früher geflankt, dann wäre es wahrscheinlich durchgegangen. So, Klischee. Boah, Alter, war das ein gefährlicher Pass. Und sie wieder der gleiche Kerl ist durch. Komm, Klischee, mach keine Faxen hier. Ah, ja, jetzt lasse ich irgendwie in der zweiten Halbzeit, habe ich, beziehungsweise nach dem Rückstand jetzt vor allem, bin ich hinten jetzt auf einmal nicht mehr ganz so pralle. Und deswegen müssen wir jetzt hier auf einmal jeden Fall ein Tor machen, weil fangen kannst du dir halt leider immer ein. So, Gündoğan und jetzt wieder durch auf Gündoğan. Nein, dann drückt er früh, aber wir haben hier den Ballbesitz und jetzt da vorne durch. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh, holt dann Torwart raus. Macht er natürlich auch sehr gut. In dieser Situation war es ordentlich. Und Wieland bringt das Ding auch so kurz raus, dass er sehr schön und schnell wieder am Ball dran ist. So, Santin oder sowas. Bringen wir ihn hoch raus. Ist mir ein bisschen sicherer. Ach, da steht... Ja, man sieht jetzt wirklich, wie ich hier am Rumfällen bin. Ich wollte auf Reus spielen, allerdings habe ich gemerkt, dass ich Reus habe, aber erst nachdem ich den Pass ausgeführt habe. So, jetzt haben wir hier nochmal... Claudemir. Haben wir, aber nicht zur Ecke, Kompanie, Jung. 19 Minuten Aufnahme, 85. Minute im Game. Bitte keine Ecke. Doch, oh, sah mir irgendwie sehr stark nach Eckentor aus. Und schön Ball durchgelassen, Lewandowski. Ziehen wir durch. Lever, Junge. Macht der Levers. Hat der jetzt 4 Sterne Skill Moves. Und der Finesse kommt nicht so pralle. Und kriegen wir die Flanke noch rein? Nein. Und er kann das Ding klären. Natürlich direkt zu seinem Mann, wie man es kennt. So, aber den haben wir. Ja, Klischee, sehr schön. So, bringen wir nochmal. Ah, das wird eng, aber sehr schön von Reus gemacht. Hat er sich nochmal richtig reingepusht. So, Gündoğan auf Lewandowski. Ziehen wir hier nochmal durch. Na? 90 plus 2. In der Mitte steht Obama. Kommt gut rein, das Ding. Oh, Obama springt am Ball vorbei. Und jetzt, ich brauche Klischee. Ich wusste, dass er dahin spielen will. Deswegen gleich mit Klischee noch mehr gedrückt. Weil wenn du ihn in Ruhe lässt, dann läuft er irgendwie nicht so ganz hinter dem Mann her. Und ja, das wollte ich halt unterbinden. So, das Spiel ist zu Ende. Ich würde sagen, es geht in Ordnung, aber es war ein starker Gegner, hat sehr gut gespielt mit seinem Team, vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten fand ich ihn gar nicht so stark, nur in der Abwehr, aber in der zweiten hat er dann auch vor allem im Mittelfeld mehr Druck gemacht und dadurch war natürlich in der Offensive auch relativ nice. Gündoğan 2 Buden gemacht. Ah, Lewandowski, es war schon wieder das Problem, was ich das letzte Mal mit dem Second in Form auch hatte, dass er irgendwie nicht so ganz geliefert hat. Aber naja, was willst du mal? War das erste Spiel... Eigentlich ganz nice gewesen, Torvorlagen Aubameyang und Ignacio, Schüsse gab es nur von Lever und Gündoğan. Ja, die Außen waren irgendwie ein bisschen abgemeldet, Pässe, ja, passmäßig war ich, glaube ich, unter aller Kanone. Das lag aber auch an seinem Pressing, da habt ihr es übrigens nochmal gesehen, beziehungsweise da oben, HSV sucks, er hat irgendwas gegen die. Spielhöhepunkt, nee, das wollte ich gar nicht, ich wollte auf meine Passstatistik gucken, ja genau, 73% nur, das geht gar nicht klar. Von der Allgemeinstatistik sind wir vorne, ja, ich würde mal sagen, eher knapp ausgeglichen, die Statistik. Also war wirklich eine sehr ausgeglichene Statistik hier. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es in Ordnung geht, weil wir am Ende halt nochmal 2 Hochkaräter hatten, aber diese nicht verwandelt wurden. Und vor allem, weil wir in der ersten Halbzeit besser waren, ich würde auch nicht sagen, dass er in der zweiten besser war. Ich würde in der zweiten war er vielleicht Ticken besser oder ausgeglichen, ich weiß es nicht, kann sowas nicht so ganz perfekt einschätzen. Aber es war auf jeden Fall ein ganz hübsches Spiel. Und ich denke, Spannung war bis zum Ende drinne. Auch wenn wir vorerst als 2:0 geführt haben.
Ja, wir müssen mal gucken, wie das mit der Offensive aussieht. Gündoğan hat mich wirklich vollkommen überzeugt. Es kann jetzt aber sein, weil der Gegner hat wirklich relativ stark verteidigt, dass das jetzt einfach nur an seiner Defensive lag. Und in anderen Spielen, ja, die Außenjungs und Lewandowski auch mehr abgehen. Deswegen gucken wir uns das natürlich nochmal an. Ansonsten hier nochmal schön Scheiße gezogen, wie immer eigentlich. Und zu dieser Taktik muss ich sagen, sie läuft wirklich sehr nice, vor allem hintenrum. Ihr habt es in der ersten Halbzeit gesehen, überhaupt keine Chance gefangen. Im letzten Spiel über 115 Minuten 2 Schüsse aufs Tor bekommen nur. Und ja, in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit nach dem Gegentor, habe ich Scheiße gespielt, muss ich einfach so sagen. Weil, ich weiß nicht, ich reg mich dann innerlich ein bisschen auf, wenn ich einen Fehler mache und dann Gegentor fange. Und ja, das merkt man dann sofort im Spiel. Ich will das zwar immer abstellen, aber es ist gar nicht mal so leicht. Und ja, dann hat man gesehen, ich glaube, bis zu diesem Gegentor haben wir uns keine einzige Chance gefangen. Und ja, dann gab es das Gegentor. Danach war ich dann ein bisschen unsicher und dann gab es, glaube ich, noch 2 Chancen. Aber selbst das ist ja in Ordnung, insgesamt irgendwie 3 Chancen gegen einen zu bekommen. Und ich glaube wirklich, da liegt viel an dieser Einstellung dran. Weil unser Mittelfeld viel mehr pusht. Das heißt, so ein Touré oder De Rossi, die springen halt viel früher rein. Und ich kann mir vorstellen, wenn du das auf einem richtigen 3-5-2-Team anwendest, dass du da halt wirklich Mörderdruck aufbauen kannst. Und das werden wir bald mal testen. Aber für dieses Video wäre es das dann eigentlich gewesen, würde ich mal schätzen. Noch ein Pack vielleicht? Nee. Ich überlege eh die ganze Zeit, was haben wir heute? Heute haben wir Freitag. Ja, Ibra wird wahrscheinlich noch so bis Samstag bleiben. Ich werde ihn wahrscheinlich Samstagabend verkaufen. Das heißt, Sonntag kommt wahrscheinlich nochmal ein Spiel mit ihm. Oder 2, muss ich mal gucken. Und dann wird er kurz verkauft und dann werde ich ihn wiederholen. Entweder ihn, den Third Inform oder den Team of the Year. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss da mal gucken, ich weiß es noch nicht. Also bitte, weil ich denke mal, ich meine, wir könnten uns mit Coins, könnten wir uns den Team of the Year plus Ronaldo leisten. Allerdings kommen wir dann einfach wieder in Regionen mit Coins, die ich einfach nicht auf dem Account haben will. Das heißt, ich habe mal so eine Grenze gesetzt von so 5 bis 6 Millionen. Mehr will ich auf einem Account nicht haben. Und deswegen, was würdet ihr denn eigentlich lieber sehen? So ein Ibra Team of the Year oder wieder Ronaldo mal? Und Ibra halt nebenbei, aber halt nur den goldenen, nicht den Team of the Year. Da müsst ihr mal sagen, was ihr so sehen wollt. Ich denke mal, so ein goldener Ibra plus ein goldener Ronaldo ist ein bisschen interessanter als nur ein blauer Ibra. Vor allem, weil wir den blauen Ibra schon hatten und den blauen Ronaldo und ganz viele andere blaue. So, aber ich würde jetzt mal sagen, jetzt mache ich das Ding hier zu. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.